Guck mich nicht so an. Da kannst du zwinkern, wie du willst. Geh da rein. Willst du mit? Aber klar. Okay, aber bleib hinter mir. Und fass nichts an. Und was ist mit dem Herrn Profi-Schatzsucher? Kommen Sie? Naja, hier gibt es immer noch einiges auf dem Schiff zu tun. Ja? Dann wollen Sie lieber hier draußen warten und uns warnen, falls die Schatten oder diese reizende Kopfgeldjägerin auftauchen? Andererseits wärt ihr im Tempel ohne mich völlig aufgeschmissen. Na sicher. Aber du hast recht. Und fasst nichts an. Wenn ihr irgendwo einen Edelstein seht, ruft mich. Es könnte eine Falle sein. Wenn Sie so ein Experte sind, sollten Sie da nicht vorangehen? Nicht alle Fallen lassen sich rechtzeitig entdecken. Der Expeditionsleiter sollte in Sicherheit bleiben. Halte dich von ihm fern, wenn du leben willst, Wilbur. Ach was, dieser Tempel ist uralt. Was sollte schon passieren? Einstürzen? Hätte jetzt nicht etwas Unerwartetes passieren sollen? Schluss mit der Blödelei. Wir haben eine Aufgabe. Kommt schon und bleib dicht zusammen. Gerne auch sehr dicht, meine Liebe. Ich... Ich würde sagen, na toll. Das Unerwartete ist gerade passiert. Ganz ruhig bleiben. Ich lasse mir etwas einfallen. Betrachte mal die Wurzeln. Ich frage mich, woher diese Wurzeln kommen. Große Bäume gibt es hier eigentlich nicht. Vielleicht gab es sie früher und das hier sind Überreste der alten Wälder? Wer weiß. Was gibt's denn hier noch? Die Wurzeln. Verlassen wir einfach mal den Tempel. Genau, das machen wir. Draußen beim Schiff könnten einige hilfreiche Gegenstände sein. Aber ich würde lieber nicht versuchen, über den Abgrund zu springen. Die Kanten sehen brüchig aus. Ja, du sollst den Tempel verlassen. Draußen beim Schiff könnten einige... Draußen beim Schiff könnten einige hilfreiche Gegenstände sein. Aber ich würde lieber... Gut. Gehe tiefer in den Tempel. Nö. Klettere mal in den Schlamm. Ich gehe da nicht runter. Es reicht, wenn Nate und Wilbur da herumwerkeln. Bis jetzt werkeln die noch gar nichts. Nee, wir gehen nicht tiefer in den Tempel. Nee. Noch nicht. Die Ringe betrachten. Vier übereinander angeordnete Steinringe. Sie sehen aus, als könnte man sie drehen. Auf den Ringen sind Symbole. Und dann gucken wir mal. Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen einstellen. Aber mit Ausprobieren komme ich nicht weiter. Es gibt tausende Möglichkeiten. Gucken wir nochmal. Ich schätze, hier muss man... Okay. Gucken wir mal in den Abgrund. Alles klar bei euch? Alles ganz wunderbar. Mir geht es gut. Wir haben sofort an unsere Freunde gedacht, dass es ihnen echt gut geht und so. Und nicht erst dahinter geguckt oder den Ausgang oder so. Gucken wir nochmal runter. Ich könnte vielleicht in den Abgrund hinunterklettern, aber die beiden würden es nicht nach oben schaffen. Du vielleicht? Wenn ich sie einfach da unten lasse und mir das Artefakt hole? Ich könnte zurückkommen, wenn das Artefakt erstmal in Sicherheit ist. Nein. Du brauchst die Jungs. Ich könnte vielleicht in den Ab... Ich sie einfach... Nein, du brauchst die Jungs. Wilbur... Mein erster versunkener Tempel und sofort bin ich in eine Falle gelaufen. Das ist so cool! Echt? Was siehst du? Eine Steinplatte. Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Sie lässt sich nicht bewegen. Und angucken? Das ist so etwas wie ein... Sie lässt sich nicht bewegen. Okay. Mit Nate? Na ja, klar. Wer landet ganz unten im Matsch?
Ich hoffe, das ist Matsch. Es ist so dunkel hier, dass ich die Hand vor Augen nicht sehen kann. Ich kann dich auch nicht sehen, also, ja. Geh mal in die Dunkelheit. Solange es stockdunkel ist, bleibe ich lieber genau hier stehen. Nach allem, was ich weiß, könnte ich auf einer dünnen Felssäule stehen, umringt von Piranhas mit Knüppeln. Was sollten Piranhas mit Knüppeln machen? Ja. Betrachte mal die Umgebung. Ich sehe nichts. Ja, ist auch Licht kein Wunder. Kann betrachten. Mhm. Aha. Tja, bitte, dann taste mal die Wände ab. Das ist bestimmt eklig. Ich werde nicht verzweifeln und mich panisch an den Wänden entlang tasten, nur um einen Ausgang zu finden. Doch? Noch nicht. Geh in die Dunkelheit. Ich glaube, das hatten wir gerade schon. Solange mal. Solange es stockdunkel ist, bleibe ich lieber nach allem, was Ja. Betrachte die Umgebung. Die Piranhas. Wilbur. Irgendwas Neues? Nein. Ivo? Irgendwas Neues? Wurzeln. Die Wurzeln sehen ziemlich stabil aus. Einige sind fast armdick. Schauen wir nochmal in den Abgrund. Vielleicht gibt es da jetzt was Neues. Ich könnte vielleicht in den Abgrund hinunterklettern, aber die beiden würden es nicht nach oben schaffen. Ich sie einfach da unten lasse und mir das Artefakt hole? Ich könnte zurückkommen, wenn das Artefakt erstmal in Sicherheit ist. Was hat Nate dabei? Nate hat nichts. Wilbur hat nichts. Nur Ivo hat eine Angel. Wirf die Angel aus. Die Schnur wäre lang genug, um etwas zu Wilbur hinunterzulassen, aber sie ist zu dünn, als dass er daran hochklettern könnte. Wir haben aber gar nichts zum Runterlassen. Ich würde sagen, dann gehen wir doch tiefer in den Tempel. Dort geht es tiefer in den Tempel. Ich sollte sehr vorsichtig sein. Ja. Wasser. Es sieht wunderschön aus. Die Leuchtquallen tauchen das Wasser in ein schummriges Licht. Super. Dann haben wir da was, dann haben wir da was. Fratzen. Dein Tor. Was sagt denn der gescheiterte Abenteurer? Den Abenteurer hat's erwischt. Da hat auch seine Machete nicht geholfen. Eine Machete. Das ist gut, das ist gut. Wir haben eine Machete. Guck dir mal die Fratze an. Seltsame Fratze. Der Mund ist auffällig. Es scheint, als solle man das Ding mit etwas füttern. Da drüben ist noch so ein Gesicht. Das sieht genauso aus wie dieses hier. Okay. Angucken. Vielleicht. Ich schätze, man soll einen Kristall in die Halterung einsetzen. Genau wie bei der Tür. Da guck dir mal die Tür an. Dieses Tor hat keine Klinke, keinen Griff und kein Schloss. Nur diesen Kristall. Da ein Kristall, da ein Kristall und da ein Kristall. Da müsste das Tor aufgehen. Und ich sehe schon, da oben Kristall und da Kristall. Guck da mal hin, Ivo. Auf dem Vorsprung glitzert etwas, aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Und ich komme auch nicht dran. Okay, und da ist auch irgendwas. Auch auf dem Balkon glitzert etwas. Dürfte der zweite Kristall sein. Haben wir noch irgendetwas? Ach, Moment mal. Angel, Leuchtqualle. Ach. Ich dachte, es wäre jetzt eine super Idee, aber nö. Das müssen hunderte Quallen sein. Man sieht kleine leuchtende Punkte auch noch in vielen Metern Tiefe. Ja. Es sieht wunderschön aus. Die Leuchtquallen tauchen das Wasser in ein schummriges Licht.
Das müssen Hut. Ja, ich würde die gerne mitnehmen. Hätten wir da unten mal ein bisschen Licht. Machete mit Angel. Nein? Blöd. Die Machete mit dem Abgrund? Nee, mit den Wurzeln. Hey, mit den Wurzeln, genau. Okay. Dann schwinge dich mal auf die andere Seite. Irgendwie müssen wir doch an die Leuchtquallen rankommen. Wow, das war ja ein richtig weiter Sprung. Das hättest du auch mit deinen Langbeinen so schaffen können. So, sind denn die Feuerdinger noch da? Die Nischen haben sich wieder geöffnet. Die Würmer, der Fisch und die Fee sind fort. Wo die wohl hin sind? Was haben wir denn noch hier? Cheep Cheep. Da gucken. Der Fisch ist mitsamt dem Wasser verschwunden. Aber der Eimer sieht noch in Ordnung aus. Ja, ich würde sagen, da haben wir doch, was wir brauchen. Ein Eimer für die Feuerquallen. Feuerquallen, Quatsch. Leuchtquallen. Wieder rüberschwingen. Bitte, Ibo. Wow, das war wieder ein heroischer Sprung. Gut. Ein Eimer mit Leuchtquallen. Nein? Eimer mit. Ich habe den Eimer an der Schnur festgebunden. Oh mein Gott. Macht es doch kompliziert. Hallo? Leuchtquallen. Wieso ist jetzt eigentlich die Machete verschwunden? Angel? Die Schnur wäre lang genug, um etwas zu Wilbur hinunterzulassen, aber sie ist zu dünn, als dass er daran hochklettern könnte. Dann warum funktioniert das mit den Leuchtquallen nicht? Es sieht wunderschön aus. Die Leuchtquallen tauchen das Wasser in ein schummriges Licht. Angel mit Eimer? Leuchtquallen. Hallo. Das wäre aber doch irgendwie logisch. Ich sehe nichts. Kein Licht, kein Betrachten. Gut. Wilbur. Ist dir schon irgendwas eingefallen, was du machen könntest? Die Steinplatte zum Beispiel. Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Sie lässt sich nicht bewegen. Irgendwas muss Ivo machen. Aber ohne Licht. Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen einstellen. Aber mit Ausprobieren komme ich nicht weiter. Es gibt tausende Möglichkeiten. Richtig. Ich sehe keine Möglichkeit momentan. Ich gehe da nicht runter. Es reicht, wenn Nate und Wilbur da herumwerkeln. Schwinge dich wieder auf die andere Seite.
Gibt's da noch irgendwas? Die Nische betrachten. Das Marmeladenglas steht immer noch in der Nische. Ich nehme es mit. Ist jetzt nicht wahr. Oh. Wer rettet denn mit sowas? Ja, dann schwing dich mal wieder rüber. Vielleicht können wir mit dem Marmeladenglas die Leuchtquallen einfangen. Wer weiß das schon? Marmeladenglas, Leuchtquallen. Diese Quallen haben vermutlich noch nie ein anderes Lebewesen gesehen. Sie sind ganz zutraulich. Das ist doch schön. Oh, und sie leuchten. Vielleicht können wir die da in den Eimer reinpacken. Das Glas mit der Leuchtqualle steht im Eimer. Cool. Können wir jetzt raus und vielleicht jetzt hier einmal den Eimer da reinhalten. Hey, Wilbur, ich lasse dir eine Leuchtqualle runter. Yippie, wir haben Licht. Vielleicht. Ja, wir haben Licht. Danke! Hey, hier auf der Tür sind Symbole. Wie sehen sie aus? Da ist so etwas wie eine Schnecke mit einem langen Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Das ist ja alles schön und gut, aber könntest du mir endlich mal das Licht runterwerfen? Ich sehe hier nicht mal die Hand vor Augen. Entschuldigung. Wie war das? Was siehst du? Einen Gang. Keine Ahnung, wo er hinführt. Zumindest raus aus diesem Loch. Naja. Also, wie war das? Eine Schnecke, ein Fisch ohne Kopf. Was für Zeichen waren auf Wilburs Tür? So etwas wie eine Schnecke mit langem Hals, ein Fisch ohne Kopf, ein Ast und ein Stern. Ein Ast und ein Stern. Also ein Stern. So geht es. Okay. Ein Stern.